Hallo zusammen, hey Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Heimlich geschmiedet. Die spielt sich ab in Malpaxus, in diesem Gebiet. Ich starte von diesem Punkt aus. Man kann also entweder von diesem Weg hier hinlaufen oder hier über dieses Feld. Seht auch gleich, wie es aussieht. Also, da ist der Weg in dieser Richtung. Und jetzt zeige ich euch, wo man hinlaufen muss. Das Ganze ist ein bisschen, ja, verzwickt, aber leicht zu finden, wenn man weiß, wohin man muss. Also, man muss diesen Pfad hier hochlaufen an dieser Stelle. Laufe also weiter. Ausblick von hier oben. Man sieht nicht viel durch diesen Zacken. Und jetzt darf man in diese Höhle hier laufen. Ohne die Schmiede der Auserwählten müssen wir all unsere Waffen selbst schmieden. Hier darf man als erstes mit dem Schmiedermeister quatschen. Spezialistin Endwa. Was soll ich tun? Abgehakt. Und jetzt darf ich sie beschützen. Heißt also, da werden Gegner kommen, die man bekämpfen darf. Und wie man sieht, ist das eine Ortjägerin. Und die Mobs werden nicht grau, wenn die sie angreift. Okay. Die wollte sie anscheinend gar nicht bekämpfen. Ich weiß nicht, wie es ist, ob die Mobs zählen, wenn sie andere Spieler vor euch anhauen oder nicht. Hab leider nicht die Möglichkeit, das zu testen. Ich bin hier auf dem Beta-Server und hier sind nicht so viele Spieler am Spielen. Ja, man kann hier auch hier hinten warten. Die Gegner kommen bis hier hinten angelaufen. Beziehungsweise man wird jetzt gleich sehen, wo sie stehen bleiben. Falls sie stehen bleiben. Ja, ungefähr hier bei diesen Knochen. Jetzt kommt wieder ein Hortler und mal schauen, wer es ist. Normalerweise sollte nach diesen beiden Mobs so ein Bossgegner kommen, glaube ich. Ja, Nasho getötet. Der ist jetzt hier dabei. Komm her, Nasho. Ah, und jetzt nutze ich das da. Wow. Muss mich ein bisschen hochheilen. Okay, noch ein Death Cooldown. Ja, die anderen Mobs gehören eigentlich zum Hoppler. Ich will die nicht. So, Weltquest ist abgeschlossen. Ich mache mal Schattenmimik. Damit komme ich aus dem Kampf. Dann laufe ich aber schnell hinaus. Ich glaube, ich habe wieder Aqua, oder? Ja, wie es aussieht, habe ich Aqua von irgendwas. Ich laufe mal hier weiter. So, ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Knopf ein. Ich wünsche euch viel Erfolg und gutes Gelingen. Eizocke! Ende.